guten Abend. Grüß Gott. Ein fliegenden Knaben oder ein fliegendes Mädchen, kann man jetzt genau sehen. Oh. Wo kommt der her? Den habe ich jetzt von meiner Mutter, die leider verstorben ist, bekommen. Aha. Gibt's eine Vorgeschichte? Ja. Wo hat denn die Mama her? Die Mama hat von ihrem Großonkel. Der Großonkel hat ihn 1956 gekauft aus dem Bestand eines Professor Julius Seidler aus München. Der war Kunstprofessor und hat beim Stöbern auf dem Dachboden der Asamkirche diesen Engel gesehen. Aha. Und hat dann 1956, also nein, 27. 1927. Ja. Aha, okay. Also dieser Professor Julius Seidler hat den 27 von der Asamkirche einem Bruder Konrad quasi abgeschwatzt, vielleicht kann man so sagen. Okay. Und er hat gesagt, er ist auch bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Okay. Er möchte ihn für seine künstlerischen, seine Studien eben haben. Aha. Und dann kam der Neffe mal in Geldprobleme und hat eben meinem Großonkel eine ganze Liste von hochwertigen Antiquitäten verkauft. Und der hat, also mein Onkel Ernst genannt, der hat 1956 2800 D-Mark für diesen Engel gezahlt. Von dem Herrn Professor Seidler? Richtig, aha. Vom Neffen von Seidler. Neffen. Der hat lebte dann nicht mehr. Der hat es dann genau. gehabt. Aha, richtig. Ja. Aha. Also, und bei uns hieß er immer der Asam-Engel und jetzt keine Ahnung. Der Asam-Engel. Also, keine er kommt, Ahnung. Er kommt vom Dachboden der Asamkirche. Das richtig. Ist wohl das, was wir traditionell wissen. Ja. Ob er jetzt vom Asam ist oder nicht, das müssen wir jetzt schauen, ob wir das klären können. Er soll von Egid Quirin sein. Aha, gut. Also es ist ja ein tolles Bildwerk. Schon die Vorgeschichte zeigt uns, er war immer begehrt, soweit man das zurückverfolgen kann. Und er ist ja auch sehr schön. Er ist außerordentlich bewegt. Wir kennen ja aus dem Spätbarock, aus dem Rokoko sehr viele Putti. Ja. Aber dieser hier mit diesem wunderschönen Gesichtsausdruck, der himmelt ja sozusagen, der ist ja ganz verzückt, reißt die Arme nach oben, hat ein Gesicht, das nicht nur Pausbacken, sondern auch ein Doppelkinn, einen geöffneten Mund mit großen fleischigen Lippen. Also die fleischliche Lust, die ist dem ins Angesicht geschrieben, obwohl er ein himmlisches Wesen ist. Und dann dieser schöne Körper, der ja ganz nackt ist, nur ein Riemen, mit dem er scheinbar die Flügel befestigt hat oder was auch immer, läuft ihm da über die Brust. Und dann hat er scheinbar sein Bäuchlein auf der Wolke abgelegt. Wie schön und wie angenehm ist es, dass gerade die Scham abgedeckt wird. Keiner muss sich Gedanken machen, ist es ein Buberl oder ein Mädel. Genau. Und dann streckt er über diesem Wolkengebilde, das in Gold gefasst ist, das eine Bein so nach hinten, dass man auch den Eindruck hat, eine aufsteigende Diagonale zeigt immer, das geht nach oben. Also man hat den Eindruck, der schwebt wirklich nach oben. Wie Leichtigkeit dargestellt ist in der Bildhauerei in einem schweren Material, das zeigt uns dieses Werk und das zeigt einfach auch, dass hier eine ganz, ganz hohe künstlerische Qualität vor uns. Was steht. Natürlich sehr interessant wäre, zu wissen, aus welchem Kontext kommt es. Der schwirrt ja nicht allein so rum. Der jubiliert ja, der feiert irgendwas. Irgendeine Szene, die sich da unterhalb und in der Mitte irgendwo befindet. Und da ist er nicht allein, sondern da ist sicher noch zwei oder drei andere Engel, die da auch noch mitmachen. Aber vielleicht ist er allein, so genau wissen wir es nicht. Aber er schwebt auf jeden Fall. Also das muss schon ein größeres Konstrukt gewesen sein, möglicherweise ein Altar oder auch Teil einer ganzen Dekoration. Es ist sehr schwer zu sagen. Ja. Aber von der Grundidee her ist er im Prinzip eine wirklich selbstständige Figur, mit der man auch so außerhalb des Kontextes leben kann. Die Fassung, die Farbgebung, nein. Ist das die originale Fassung? Da muss man meines Erachtens ein bisschen mehr studieren. Das muss man durch einen Restaurator ein bisschen mehr klären lassen, ob es unten drunter noch Schichten gibt. Die Vergoldung, das weiß ich auch nicht genau. Weil die Fingerle, die sind nicht, das ist noch nicht so lange her, dass die abbrochen sind. Nee, aber also der kommt mir auch neu vor. Mhm. Er war aber schon beschädigt, weil es in der Rechnung steht. Ah, okay. Also er ist schon beschädigt gekauft worden sozusagen. Er hat ja auch ein gewisses Alter auf dem Rücken. Jetzt, wenn auch. Sie sagen Egid Quirin Asam, dann kommen wir in die große Asam-Familie. Das waren vor allen Dingen Maler, Stuckateure. Egid Quirin ist der von den Brüdern, die am meisten bildhauerisch tätig gewesen sind. Wir kennen die großen Aufträge von Weltenburg über die Klosterkirche Rohr in Niederbayern, die Asamkirche in der Sendlinger Straße in München, natürlich gar keine Frage. Es hat schon sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Stil von Egid Quirin, dieses Knubbelige, dieses Knödelartige. Ob er es selber war oder
natürlich hat so eine Werkstatt für Großaufträge, da muss es mehrere gegeben haben. Das ist schon sehr nah. Und dann kämen wir hier so in die Jahre 1730, 1740, also in den bayerischen Spätbarock. Und damit natürlich in eine Hochzeit auch der Kunstblüte in Bayern. Genau. Und das wirkt sich auf den Preis aus. Also, Asam oder nicht, es war ein großer Meister, der das gemacht hat. Und ich muss ja immer zugeben, ich bin da manchmal ein bisschen mehr mit dem Bauch dabei. Und ich finde dieses Engerl extrem charmant und ich bin ganz begeistert. Ich liebe es auch. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, selten haben wir sowas, glaube ich, hier bei Kunst und Krempel so einen tollen Engel gehabt. Eigentlich nein, noch nie so einen. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, 30.000, 40.000 Euro ist der wert. Wenn man den Namen wirklich festmachen kann, dann hat es noch Potenzial nach oben. Aber ich bin wirklich begeistert. Großartig. Vielen Dank fürs Zeigen. Vielen, vielen Dank. Es hat uns viel Spaß gemacht. Vorsichtig nach Hause bringen. Dankeschön. Auf Wiedersehen.